So, liebe Freunde, ich hoffe, ich bin jetzt online. Jetzt spinnt schon wieder irgendwie meine Anzeige da oben. Scheint aber so zu sein. Also, die erste Sequenz beim letzten Mal war so, 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 so. Alter, willst du mich verarschen? Wer soll sich das denn merken? So, warte mal. Die erste Sequenz ist die, die, die und die. Damit sollte ich jetzt aber die Möglichkeit bekommen, eine weitere freizuschalten. Die ich mir merken muss anscheinend. Okay, das war doch die, die, die und die. Ja, guck, jetzt habe ich die wieder praktisch freigeschaltet. Jetzt muss ich mir mal Gedanken machen. Hab ich hier so einen Stift. Mal, oh, Entschuldigung, gegen das Mikro gekommen. Jetzt muss ich mir echt Gedanken machen, wie ich das hier, ja, wie nehme ich das denn auf hier am besten? Irgendwie einen Buchstaben oder irgendwas merken, keine Ahnung. So. Dann machen wir das einfach mal. Und deswegen starten wir jetzt auf ein neues, auf ein neues. Freunde, seid bereit. Ich starte die Frequenz. Ach du Scheiße. Dazu funktionieren. So. Auf geht's, liebe Leute. Ich glaube, es war die. Nee. Scheiße. Jetzt muss ich wieder die Initiierungssequenz machen. Kann ich sie auch gleich nochmal überprüfen. War wohl nicht richtig? Nochmal. Die, die, die. Ah ja, jetzt geht es nämlich wieder. Und dann kann man das nämlich auch machen. So. Ich frage mich, wie man sich sowas, also echt... So einen Blitz merke ich mich aber auch nicht. So. Let's fetz. Wie machen wir das jetzt? Wie war das so? Die oder die? Was? Das war schon alles? Ich dachte, da kommen jetzt mehrere. Okay, kleiner Tipp, Leute. Mitschreiben. Bei solchen Sequenzen. Schon länger da. Speicherpunkt. Na los, komm. Hoppi, hoppi. Klapper, klapper. Schon wieder eine Tür. Eine Tür und dann die nächste Tür und noch eine Tür. Na? Oh. Ägypt from the bondage and all Israel shall hear and hear and on weakness. Ist das aus der Bibel? If then shall hear self and of the days which the Lord and the God has given their well their saving. 11, 12, 13. Keine Ahnung. Was das jetzt brauchen wir? Ach, du Kacke, was ist denn das? Was war das? Was
So, warte mal, da kann ich und da kann ich. Hier auch. Soll das Blut sein? Ein Tipp wäre vielleicht nicht mal schlecht. Macht zwar schöne Geräusche, aber bringt mich nicht weiter. Oh, hier noch. Ach, da komme ich wieder raus. Aha, also rein, raus. Das klingt jetzt falsch. Okay, das kann es nicht sein. Was soll das sein? Komm, ich lese noch meine Texte. Das muss damit was zu tun haben. Das hier irgendwie. And all, 4, and all, do not more. In such weaknesses as this among you. If you shall heißt das, oder was heißt das hier? Say one of the cities which Lord given and the third man, the children of Belial are gone from the among you. I have no idea, muss ich mal sagen. So, mehr kann ich hier auch nicht. Was soll der darstellen? Einfach nur ein Labyrinth? Was war das denn? Ach, guck mal. Da war es eben. Ich dachte, ich muss das hier Zentimeter für Zentimeter rausziehen. Denn nicht? Was ist, wenn ich jetzt mir einen Tipp hole? Nee, das war schon wieder verkehrt. Sah hier so aus wie so ein, ne? Guck mal, hier so Augen, Nase, wie so ein Schädel oder so. Ich warte mal einen kleinen Moment. Lalalala. Hier ärgert er uns anscheinend keiner. Ich erkenne auch nicht, auch kein Muster oder sowas. Man könnten Blumen sein. Verkehrsschilder sehe ich da. Vorfahrtsschild. Notenschlüssel. Ein Pfeil. Ein Kreis. Was weiß ich, was das alles sein könnte. Eine geschwungene 2, eine 3. Ach, warte mal, genau. Sind das vielleicht Zahlen? Aber das nützt mir auch nichts. Wenn ich jetzt hier eine 2 sehe, verkehrt rum, ne? Und hier sehe ich ja die 3. Dann könnte das die 4 sein. Was ist das denn hier, die 1 oder was? Ist aber weit hergeholt, oder? Ich wollte eigentlich jetzt nochmal warten. Warte, wenn das die 1 ist. Müsste er doch eigentlich hier zuerst abgehen, wenn das die 1 ist. Wo könnte die noch sein? Also 4, 3, 2. Und wahrscheinlich ist es hier, deswegen fängt es auch hier an. Aber warum bleibt es denn nicht stehen? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Na komm. Ach was. Okay.
So, ist jetzt hier vielleicht die 1? Hey, wo bist du jetzt wieder weg? Scheiße. Komm. Nicht so schnell, rum um die Ecke. Na komm. Denn hier unten genauso? Aber da macht er ja nicht mal das Geräusch, ne? Komm hier nochmal. Aber hier geht das ja sofort. Okay, ich darf die Bahn also nicht verlassen. Verdammt, ich darf auch nicht zu schnell gehen. Ich vermute mal, das stellt Blut dar. So, komm jetzt hier. Komm. Na komm, um die Ecke. Na, das ist aber echt frickelig hier. Okay, jetzt können wir das zwar rausziehen, aber wo gehe ich jetzt damit hin? Gehe ich jetzt erst zu 2? Ach, ist das schon weg? Guck mal, dann gehe ich hier erstmal hier lang. Ne, guck mal, das geht doch da unter lang. Da. 3 und dann da lang. Und dann? Ich muss wahrscheinlich von da nach da. Versuchen so. Okay, komm. Bleiben wir mal nochmal dran. Also sonst mache ich das einfach, also wirklich, muss ich dann wirklich offline machen. Geht nicht anders. Das ist ja Frickelei hier ohne Ende. Also ich bin immer noch da, muss mich nur konzentrieren. Alter, wie mich stört da jetzt einer. War ich da verkehrt? Aber ich bin da runtergekommen, ne? Hätte ich da lang gemusst. Komm, ein Versuch noch. Wenn nicht, dann mach ich das schnell offline. Weil da krieg ich mal einen Föhn. Kann man ja so, wer baut denn sowas? Also ich weiß, ich frage das ja öfter. Aber mal ganz ehrlich. Kein Mensch würde sowas bauen. War ich jetzt hier richtig? Ja. Okay, wo wollte ich lang? Da unten muss ich lang. Nein, da muss ich auch nicht lang. Kann es sein, dass ich überhaupt hier falsch bin, wenn ich hier lang gehe? Wenn ich hier ab. Nee. Die einzige Verbindung nach unten ist ja über die 3. Ach, Leute. Okay, ich mach das mal offline, weil mir beim Schweigen zugucken braucht er auch nicht. Und sofern es weitergeht, drücke ich sofort auf den Knopf und dann, ne?
Ne? Also bis zum nächsten Mal. Oje, oje. Sagt der Tizi tschüss. Tschüss.